Ja, das hatten wir. Die Stimme in den Abwasserkanälen hat mir mitgeteilt, dass die Schutzzauber in der richtigen Reihenfolge gebrochen werden müssen, damit man an dem magischen Schwert herankommt. Außerdem scheint es so, dass ich wieder von vorne anfangen muss, wenn ich auch nur einen Fehler mache. Der Stecken, den ich dem Koboldschaman abgenommen habe, wird laut Qualo das Geschäft besiegeln. Naja, gut, ich kann jetzt umhergehen und die Leichen untersuchen. Ob irgendwas Besonderes dabei liegt. Wenn ich muss, ich halt noch mal die gesamten Abwasserkanäle untersuchen, ob hier noch weitere Sachen versteckt sind. Ich erinnere mich noch daran, dass das Rätsel hier nicht so heftig war, aber doch ein bisschen nervig. Kurzschwert, Pfeile, Pfeile, Kurzbogen, Kurzschwert. Und ja, ich kann ruhig alleine durch die Gegend laufen, weil Talisa hält am meisten aus zurzeit. Wir hatten ja bis jetzt noch keinen Respawn. Nur hier hoch kann ich nicht allein. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Nehmen wir aber eigentlich auch nicht an, dass hier von den Hobgoblins einer was hat. Was mir helfen könnte, nö. Und hier drin war ich eigentlich auch schon. Jeder bewaffnet. Bo sagt, ja bitte, tretet zur Seite. Hier kommt die Gerechtigkeit. Ja. Schön, Minsk. Tja, also denke ich eigentlich mal, dass normalerweise der Vertrag wird besiegelt am Schluss. Also denke ich eigentlich mal, dass in den Rost der Röhre sind Worte gesetzt. Es könnte sich dabei um die. Dieses Licht lässt euer Haar wirklich schön aussehen, Jahera. Wow. Seid kein Narr. Dafür ist es wohl nicht gedacht. Aber kommt schon, legt euch eure dummen, romantischen, verklärten Vorstellungen ab, Eri. Das hier ist kein Märchen für Kinder oder ein Abenteuer aus dem Legendenreich. Hier draußen muss jeder von uns ständig mit dem Tod rechnen. Aber wir können doch einfach zu den Priestern gehen und die erwecken uns dann einfach wieder von den Toten und wir sind so gut wie neu, oder können wir das nicht? Manchmal kommen sie nicht zurück. Manchmal werden einem Leute, egal wie sehr man sie liebt und egal was man versucht zu tun, vom Schicksal einfach genommen. Ihr seid jung, Harry, ihr werdet es schon noch herausfinden. Okay.
In den Osterröhre sind Worte gerissen. Es könnte sich dabei um die Handschrift eines Kindes handeln. So klagten und seufzten, dann starben sie vom Grab. Erhielt ich meinen Kuss, bringt mir nun das Geschenk des Liebenden. Der Schreiber muss entweder verrückt oder ein fürchterlicher Dichter gewesen sein. Okay. Jetzt kann ich es nicht lesen, weil die beiden Schriften sich überlappen. In den Rost der Röhre sind Worte geritzt. Kein Opfer wird reichen, außer mir das Blut eines echten Freundes zu gereichen. Aber die Schuld wird euch beflecken, wenn ihr die Klinge eurer eigenen nennen wollt. Der Reim klingt wie das Gefasel eines Irren. In den Rost der Röhre sind Worte eingesetzt. Es könnte sich dabei um Handschrift eines Kindes sein. Wala ist nicht mehr, aber hat etwas zurückgelassen. Reicht mir die Hand, reicht mir eine Hand, dann werde ich euch auch helfen. Ihr fragt euch, warum eigentlich jemand solch ein Zeug auf Röhren ritzt. Okay. Ihr hört ein Pfeifen vom Wind und die Haare stehen zum Berge. Offenbar habt ihr die Gegenstände in der falschen Reihenfolge abgelegt. Hallo, ich will das nochmal lesen, was da drauf steht. Oder kann ich das weiter oben lesen? Geruch eines Hundes, Haut einer Echse, um den Stab zu finden, tötet den Magier. Okay. Ja, das Geschenk des Liebenden. Blut eines echten Freundes und irgendeins von magischen Gegenständen. Und du hast mir sicherlich nichts mehr zu sagen, oder? Was ist mit seinem Freund hier? Askrik hat nichts zu sagen. Im Moment habe ich keine Frage. Okay. Ja, ich will mal meine Beliebtheit steigern, indem ich Sklavenhändler ausräuchere. Ich warte. Nun gut. Oh, hi. Kapitän Hegan. Priester des Syregau noch. Sklavenwächter. Sklavenwächter. Ihr, wie könnt ihr es wagen? Wir haben in dieser Stadt gute Geschäfte gemacht, bevor ihr meinen Pater Lithian aus der Kupferkrone erledigt habt. Warum wollt ihr mich ruinieren? Still, dreckiger Sklavenhändler, ihr habt selbst den Ruin über euch gebracht. Gründe sind den Toten egal, ihr seid erledigt, Sklavenhändler. Stellt euch der Obrigkeit. Mich stellen, um die nächsten paar Jahre in einem Keller zu bringen? Ich werde dich wegen solch wertlosen Abschaums ins Gefängnis verrotten. Und ihr werdet mich nicht dazu bringen. Auf sie, Jungs. Was? Sie schämen sich nicht, die Leben anderer zu verkaufen? Böses darf ich vorstellen, mein getreues Schwert. Schwert darf ich vorstellen? Das Böse. Fass! Dumm. Dumm, die dumm. Ja. Okay. Was braucht ihr? Ich bin ein Fachmann im Ausweichen. Nö, noch besser. Das war jetzt nicht so schön. Laden wir nochmal. Autosave. Keine große Herausforderung. Die Dienerin der Natur ist bereit. Du kannst schon mal zaubern. Ja? Du kannst schon mal zaubern. Ihr zeigt mir, wo immer Minsk auch hingeht. Ich bin bereit. Böse, einen Schritt zur Seite. Ich warte, ihr wünscht.
Ja. Stellt euch. Oh, Ari hat mal was gesagt. Sie geben einfach zu, dass die Sklavenhändler sind. Das ist ja widerlich. Ihr widerwärtigen Kerne, wir werden euch alle vernichten. Oh. Ich warte auf euren Befehl. Ja, Jira. Okay, der Captain ist schwer verletzt. Okay. Okay, Talisa prügelt sich gerade mit rein, während die anderen Probleme mit dem Captain haben. Gönn mal lieber deinen eigenen Eingeweiden Sonnenlicht. So. Ich glaube, wäre ich hier ein bisschen gebufft reingegangen, hätte ich mir einiges an Problemen ersparen können. Ja. Gib die Kompositbögen und die Helme mal an ihn weiter. Ah, du kannst aber auch nicht mehr so viel tragen. Vor allem die wiegen 40. Ja. Okay. Ja, ich wollte ja hier die Stäbe geben. Dann kann Talisa Zeug aufsammeln. Ich warte. Natürlich. Du trägst so eine Lederrüstung, aber einen Kompositlammbogen, der verzaubert ist. Kompositlammbogen plus 1. Ah. Praktisch. Ja. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Dich habe ich schon geplündert. Oh, jede Menge Funkelzeug. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Die Sklavenhändler haben eh keine Verwendung mehr dafür. Oh, Behälter ist voll. Okay, wir müssen also auf jeden Fall wieder verkaufen gehen. Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. Krummsäbel. Beschlagene Leder. Ein Schlüssel, okay. Ein Lederwams, den wir gerade nicht identifizieren können. Auch gut. Trank der Frostriesenstärke. Habe ich davon schon einen? Ja. Zwei Heiltränke. Ja. Ja, Jira ist schon mal vollgepackt. Gut. Geld ist auch wichtig. Die Wurfsachen brauchen wir nicht unbedingt. Der Helm sieht schick aus. Der kommt auch mal mit. Keine große Herausforderung. Geld, noch so ein Kompositbogen. Jo. Dann gucken wir mal in das Fass hier. Oh. Au. Ich war nun gut. Feuerpfeile. Wird langsam. Aber ja. Die Falle war nicht so schön.
Und wir haben braucht ihr etwas? Nichts zum Heilen. Was leichtfüßig und so. Vita Mortis. Gucken wir erstmal nach da oben.